Wie reagiere ich als Arbeitgeber auf eine kritische Kununu-Bewertung? Eine Antwort darauf erhalten Sie in diesem Tutorial der Kununu Masterclass. Ich bin Matthias von Kununu und hier kommen 5 Tipps, wie Sie Feedback professionell kommentieren. Erstens, tief durchatmen. Nicht dem ersten Impuls hingeben und in die Defensive gehen. Setzen Sie sich mit der Kritik intern auseinander, bevor Sie antworten. Zweitens, Wertschätzung zeigen. Wenn sich jemand die Zeit genommen hat, wertvolles Feedback zu geben, dann verdient diese Person ein Dankeschön für die Mühe. Auch bei positiven Bewertungen. Drittens, auf Kritik eingehen. Greifen Sie einzelne Punkte auf und nehmen Sie sachlich dazu Stellung. So zeigen Sie, dass Sie die Bewertung ernst nehmen. Viertens, Lösungen vorschlagen. Steckt in der Kritik ein Fünkchen Wahrheit? Dann machen Sie konstruktiv deutlich, wo Sie sich verbessern wollen. Fünftens, Austausch anbieten. Laden Sie Bewerterinnen dazu ein, Sie persönlich zu kontaktieren, um das Feedback ausführlicher zu besprechen. Damit demonstrieren Sie Dialogbereitschaft. Eine Stellungnahme abzugeben lohnt sich auch für Ihr Recruiting. Laut einer aktuellen wissenschaftlichen Studie ist ein Arbeitgeberkommentar, egal ob auf eine positive oder negative Bewertung, für 60% der Jobsuchenden sogar bewerbungsrelevant. Eine Gegendarstellung zu einer negativen Bewertung kann also auch eine Chance sein, zu lernen, sich als kritikfähiger und somit als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Wer Lob mag, sollte also Kritik lieben.